Willkommen zu Blues Bass wirklich lernen. Warum sage ich wirklich? Weil wir in diesem dreiteiligen Kurs nicht einfach nur Blues Bass nachspielen, sondern auch wirklich verstehen, was dahinter steckt, damit du deine eigenen Blues Bass Linien erstellen kannst. Hallo, ich bin Eddie Andreas von der Bass Video Akademie. Ich möchte sofort loslegen und mit dir zusammen einen Blues spielen, und zwar in der Tonart C. Das bedeutet, der erste und wichtigste Ton ist der Ton C. Ich habe das Ganze hier aufgeschrieben in Notenform und in Tabulatur. Es handelt sich also insgesamt um 12 Takte und wir spielen immer ganze Noten, also jeder Ton dauert den ganzen Takt lang. In der ersten Notenzeile bedeutet das, dass wir nur den Ton C spielen, also 4 Takte lang, 4-mal den Ton C. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Dann in der zweiten Notenzeile wechseln wir zum Ton F. Ich schlage vor, das F im dritten Bund der D-Seite. Und dieser Ton kommt jetzt also zweimal vor, 2 Takte lang. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Danach wieder der Ton C, 2 Takte lang. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Und in der letzten Notenzeile haben wir einen Takt lang den Ton G. Den spiele ich im fünften Bund der D-Seite. 1, 2, 3, 4, einen Takt lang den Ton F. 1, 2, 3, 4, einen Takt lang C. 1, 2, 3, 4. Und im letzten Takt den Ton G. 1, 2, 3, 4. Das ist auch schon alles. Mir geht es darum, dass wir jetzt mal zusammen hier diesen einfachen Blues spielen und mal ins Ohr bekommen, wie insgesamt diese Akkordfolge klingt und wie das klingt, wenn wir dazu immer den Grundton spielen im Bass. Wenn du diese Übung oder auch die nächsten Übungen aus diesem Blueskurs nochmal separat üben möchtest, dann findest du die Playalongs, also diese Backing Tracks, die findest du auf meiner Homepage zum Herunterladen, kostenlos und ohne Registrierung, ohne Anmeldung. Und natürlich auch das PDF, in dem diese gleichen Noten und die Tabulatur du dir nochmal herunterladen kannst, um es nochmal separat zu haben. So, unser erster Blues war ja nun wirklich super einfach. Jeder Anfänger kann das spielen. Was jetzt aber wichtig ist, ich möchte analysieren, wie kommt man denn zu dieser sogenannten Bluesform, also diesen 12 Takten mit dieser Abfolge von Akkorden. Und zunächst mal möchte ich klarstellen, weil es da immer ganz viel Verwirrung gibt, die Bluesform hat nicht unbedingt etwas zu tun mit dem Musikstil Blues, mit dem Genre Blues. Also wenn wir vom Musikstil Blues sprechen, dann denken wir an die ganze Musikgeschichte, dass vor weit über 100 Jahren die Sklaven in den USA, also die von Afrika in die USA verschleppt wurden. Die haben also den Blues erfunden oder aus deren Musik ist der Blues hervorgegangen, mit oftmals eher traurigen, melancholischen Texten, die natürlich auch die triste Lebenssituation der Sklaven oft beschrieb und mit diesem entsprechenden melancholischen Unterton. Der Blues muss nicht immer traurig sein, aber oftmals ist er eben so melancholisch. Und diese Art von melancholischer Musik, die nennen wir Blues oder wir sagen, etwas klingt bluesig. Wenn ich jetzt aber von der Bluesform spreche, dann spreche ich von einer mathematischen Formel. Diese mathematische Formel, also die Bluesform, die kann man auch auf andere Genres anwenden. Selbst fröhliche Salsa-Orchester haben Stücke, die über diese Bluesform komponiert wurde. Also bitte nicht durcheinander bringen. Hier geht es um die mathematische Bluesform jetzt. Und diese Bluesform ist wirklich ganz einfach zu verstehen. Man muss dafür nur die Dur-Tonleiter kennen. Falls du die Dur-Tonleiter noch nicht kannst, dann sieh dir dazu auch gerne mein Video an zur Dur-Tonleiter auf dem Bass.
Wenn wir also die Bluesform in C spielen wollen, wie hier in unserem ersten Beispiel, dann denken wir einfach an die C-Dur-Tonleiter C, D, E, F, G, A, B, C. Und hiervon benötigen wir einfach nur den ersten Tonleiterton, den vierten und den fünften Tonleiterton, also einfach abzählen. Der erste Tonleiterton ist natürlich C, ist einfach. Und deswegen steht hier auch in der ersten Notenzeile diese rote römische Ziffer 1, das bedeutet erste Stufe. Erste Stufe ist auch nur ein toller akademischer Ausdruck, um zu sagen erster Tonleiterton. Also erster Tonleiterton von der C-Dur-Tonleiter, der Ton C. Dann in der zweiten Notenzeile kommt der Ton F vor und das ist der vierte Tonleiterton. Also nur abzählen, 1, 2, 3, 4. Der vierte Tonleiterton ist die vierte Stufe und dieser vierte Tonleiterton kommt dann also zwei Takte lang vor und danach kehren wir für zwei Takte wieder zur ersten Stufe, also zum ersten Tonleiterton C zurück. Dann wird es interessant in der letzten Notenzeile. Wir haben nämlich in jedem Takt einen anderen Akkord. Zunächst mal die fünfte Stufe, bedeutet also fünfter Tonleiterton. Einfach nur abzählen. 1, 2, 3, 4, 5. Der fünfte Tonleiterton in der C-Dur-Tonleiter ist der Ton G. Also fünfte Stufe ist G, ein Takt lang. Dann wieder die vierte Stufe. Das war der Ton F, also der vierte Tonleiterton. Dann der erste Tonleiterton C und im letzten Takt, das muss man nicht machen, wir könnten auch weiterhin auf der ersten Stufe, auf diesem ersten Tonleiterton C bleiben, aber oftmals, weil es gut klingt, geht man im letzten Takt nochmal auf die fünfte Stufe, also nochmal auf den fünften Tonleiterton G. Wenn du dir also diese Reihenfolge auswendig merkst, dass wir zunächst mal auf der ersten Stufe bleiben, bedeutet also erster Tonleiterton, dann zwei Takte auf der vierten Stufe, wieder zwei Takte auf der ersten Stufe. Und am Ende dann fünfte Stufe, vierte Stufe, erste Stufe und wenn du möchtest, im letzten Takt nochmal auf die fünfte Stufe. Wenn du diese Reihenfolge kannst, dann kannst du die ab jedem beliebigen Grundton machen. Und so kommen wir zu unserem zweiten Blues und der steht in der Tonart A. Das bedeutet also, A ist der erste und wichtigste Ton und die Bluesform können wir ganz einfach herleiten, mit der A-Dur-Tonleiter, also spiele ich die A-Dur-Tonleiter ab dem Ton A, zum Beispiel das A im fünften Bund der E-Seite und spiele hier die A-Dur-Tonleiter. Und jetzt muss ich noch, also die erste Stufe ist einfach, ist natürlich der erste Ton A. Jetzt suche ich mir die vierte Stufe, zähle also ab in der Tonleiter 1, 2, 3, 4 und sehe, das ist der Ton D. D ist also die vierte Stufe. Und dann einen Ton weiter in der Tonleiter. Der fünfte Tonleiterton ist dann der Ton E, also ist E die fünfte Stufe. Wir haben also die erste Stufe A, die vierte Stufe D und die fünfte Stufe E und können jetzt also einfach mit der mathematischen Formel hier die Akkorde einsetzen, bis dann die Bluesform für die Tonart A entsteht. Übrigens solltest du nicht sofort parat haben, dass wir hier im siebten Bund ein E haben oder zum Beispiel hier ein B oder hier den Ton D, dann empfehle ich dir meinen völlig kostenlosen Videokurs Töne finden auf dem Bassgriffbrett. Ist wirklich komplett kostenlos. Den Link findest du ebenfalls unterhalb dieses Videos. Also die Bluesform in A bedeutet zunächst die erste Notenzeile auf dem Ton A, das ist die erste Stufe, dann in der zweiten Notenzeile zwei Takte lang die vierte Stufe D, dann wieder zwei Takte lang die erste Stufe A. Übrigens die Querstriche hier, das sind keine Noten, das sind Platzhalter, weil wir noch keine Noten jetzt hier eingesetzt haben. Dann in der letzten Notenzeile einen Takt lang die fünfte Stufe, das war E, haben wir gesagt, einen Takt lang die vierte Stufe D, einen Takt die erste Stufe A und im letzten Takt die fünfte Stufe E. Um das Ganze nicht so langweilig zu machen wie in unserem ersten Blues, in dem wir einfach nur ganze Noten ausgehalten haben, möchte ich diesmal das Ganze rhythmisch interessanter gestalten und einen Shuffle-Rhythmus spielen. Wenn du gut bist im Notenlesen, dann kein Problem, aber viele können nicht so gut Noten lesen, deswegen erkläre ich den Rhythmus. Also wenn wir einen normalen Achtelrhythmus spielen würden, dann würden wir einfach spielen 1 und 2 und 3 und 4 und 2 Töne pro Zählzeit. Aber bei einem Shuffle-Rhythmus funktioniert das nicht gut mit den Achteln. Ich habe hier mal das Play-Along dazu. Wie gesagt, Play-Along kannst du dir herunterladen von meiner Internetseite. Link gibt es unter dem Video. Achtel wären so 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und das passt überhaupt nicht zusammen mit dem Shuffle-Rhythmus, den hier der Schlagzeuger spielt. Und der Grund liegt darin, dass im Shuffle die Noten geswingt werden oder wie sagt man auf Deutsch, dass die Achtelnoten geschwungen werden. Also ich denke mal, die werden geswingt
Und das bedeutet vereinfacht gesagt, die erste Achtel der Zählzeit ist immer länger und dafür ist die zweite Achtel der Zählzeit kürzer. Und dann klingt das Ganze so mit diesem Shuffle-Schlagzeug. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. Ja, also ba, 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 lang, kurz, lang, kurz. Das ist die Besonderheit dieser Achtel. Und der Shuffle, der ist darüber hinaus noch so ein bisschen abgehackt, so würde ich das bezeichnen. Also die erste Note, die eigentlich länger ist als normal im Shuffle, die will ich bewusst kurz spielen. Deswegen habe ich im Notenbild einen Staccato-Punkt unter die erste Note geschrieben. Also haben wir da nicht lang, kurz, lang, kurz, sondern den langen Ton, den mache ich kürzer. Dann ist es lang, kurz, lang, kurz, lang, kurz, lang. Ich spiele das hier nochmal mit diesem Schlagzeug. Lang, kurz, 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 lang. Oder wenn wir es mit 1 und zählen, die Achtel. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1. Manche Leute, die hören diesen Rhythmus einmal und steigen sofort ein. Und andere Schüler habe ich schon gehabt. Für die ist es unheimlich kompliziert. Ich denke, mit dieser Erklärung kann man es gut verstehen. Lass es uns zusammen spielen. Also die Bluesform ab dem Grundton A. Nur, dass wir jetzt eben hier diese Shuffle-Achtel rhythmisch einsetzen, damit es interessanter ist. Übrigens, dieses Symbol, was aussieht wie ein Prozentzeichen im zweiten und im dritten Takt, dieses Symbol bedeutet, dass es also ein Wiederholungszeichen und bedeutet, dass man die Töne aus dem vorhergehenden Takt wiederholen soll. Kommen wir nun also zum dritten Blues, den ich heute spielen möchte, und zwar wieder ab dem Ton A. Also kennst du schon erste, vierte, fünfte Stufe, Bluesform in A ist kein Problem. Ich möchte es diesmal auch rhythmisch ganz einfach halten, einfach mal nur Viertelnoten spielen. Und das Besondere ist, dass ich ab und zu also chromatische Übergänge einstreuen möchte. Chromatisch bedeutet in diesem Fall Halbtonschritte, also auf dem Bass immer einen Bund weiter nach oben rutschen. Das bedeutet Chromatik, also in Halbtonschritten. Und damit möchte ich dir einfach zeigen, das kannst du immer machen, in jedem Blues, in jeder Tonart, in jedem Rhythmus, solche chromatischen, solche Halbtonschritte einbauen. Dazu muss man nicht Musik studiert haben, man muss noch nicht mal richtig die Akkorde kennen oder sowas. Das kann man einfach nur so machen, weil es einfach cool klingt. Also, ich schlage hier vor, die ersten drei Takte lang immer nur den Grundton A zu spielen, mit diesen Viertelnoten. Im vierten Takt denke ich aber schon daran, dass wir in der nächsten Notenzeile ja zur vierten Stufe müssen, also zum Ton D. Und deswegen spiele ich dann in diesem Takt auf die erste Zählzeit nochmal den Grundton A. Und danach gehe ich in Halbtonschritten bis zum D hoch. Also ich gehe dann hier ab dem zweiten Bund auf der A-Seite, gehe ich dann weiter zum dritten Bund, zum vierten Bund und komme dann in der nächsten Notenzeile perfekt zum nächsten Grundton D. Ich spiele in meinen Videos meistens ziemlich akademisch, also schaue auf eine
auf eine Handhaltung, dass ich nicht unnötig viel mich bewegen muss. Aber das mache ich deswegen, damit man das als Zuschauer gut nachvollziehen kann, wo meine Hand sich befindet, welche Bünde ich gerade spiele. Du kannst aber, wenn du willst, wenn sich das für dich gut anfühlt, auch mit einem Finger rumrutschen in diesem Fall. Ist nicht sehr akademisch, aber wer könnte sagen, dass das nicht geht? Also zum Beispiel diesen Takt, diesen chromatischen Takt A und dann zweiter Bund, dritter, vierter, fünfter mit einem Finger. Mein Beispiel dafür sind immer Straßenmusiker. Ich denke mir immer dabei, wenn jemand auf der Straße Musik macht, vielleicht um ein bisschen Geld zu verdienen oder auch Spaß zu haben, dann fühlt der nicht, dass er sich in einer Prüfungssituation ist, wo ein Lehrer ihm auf die Finger schaut, ob er möglichst wenig die Hand bewegt. Und wenn du Spaß hast, so zu spielen mit einem Finger, wer könnte sagen, dass das verboten ist? Gut, dann geht's nochmal weiter mit Viertelnoten. Und im letzten Takt der zweiten Notenzeile befinden wir uns ja immer noch auf der ersten Stufe A. Aber ich weiß, dass ich in der letzten Notenzeile ja zur fünften Stufe muss, also zum Ton E, hier im siebten Bund. Und dann mache ich wieder was Chromatisches, also in Halbtonschritten, dass ich immer einen Bund nach oben gehe. Also zunächst mal den Grundton A nochmal, dann auf die nächsten Zählzeiten den vierten Bund der A-Seite, dann den fünften Bund, den sechsten Bund und dann kommen wir wieder ganz perfekt in der letzten Notenzeile zum nächsten Grundton E, also wieder eine chromatische Überleitung. Und jetzt möchte ich in der letzten Notenzeile vom ersten Takt E zum zweiten Takt D wechseln und dann spiele ich auf die letzte Zählzeit von diesem Takt E, spiele ich einen chromatischen Übergang. Also ich spiele dreimal den Ton E und dann auf die letzte Zählzeit einen Bund weniger und leite damit chromatisch über zum nächsten Ton D. Im dritten Takt mache ich dann wieder die gleiche chromatische Überleitung von A, vierter Bund, fünfter, sechster zum letzten Takt, zum letzten Ton E. Wie gesagt, ich möchte das nicht theoretisch auswalzen und meiner Meinung nach kann man da auch gar keine Theorie drumherum konstruieren. Diese Sachen, dass man immer so einen Bund nach oben rutscht bis zum nächsten Grundton, das macht man, weil das cool klingt und das kannst du immer in jedem Takt machen, nicht nur im Blues, auch in anderen Musikarten, dass du zum nächsten Grundton immer so Bund für Bund dich da darauf zubewegst. Das hat nichts mit irgendwelchen Skalentheorien oder sonst irgendwas zu tun. Lass es uns zusammen spielen, damit du mal die Finger daran kriegst und hörst, wie diese chromatischen Überleitungen klingen. Das war auch schon der erste von drei Teilen von diesem Kurs Bluesbass wirklich lernen. Wenn in Zukunft jemand zu dir sagt, lass uns einen Blues spielen ab dem Ton X, dann weißt du, der Ton X ist der erste Tonleiterton und mit dem vierten und fünften Tonleiterton hast du die drei Töne, die drei Akkorde, mit denen du dir diese Bluesform, die immer 12 Takte lang ist, also selber zusammensuchen kannst. Dann musst du nicht fragen, wie geht das, was soll ich machen? Wie gesagt, lade dir auch das PDF mit diesen Noten und den Tabulaturen herunter von meiner Seite und auch die Playalongs, um es nochmal selber durchzuspielen. Und auf meiner Internetseite gibt es nochmal extra Videos, in denen also ich zuerst zwei Durchgänge lang mit dem Bass mitspiele zur Band und danach ziehe ich mich zurück und lasse dich nochmal zwei Durchgänge völlig alleine mit dem Playalong. Kannst also dann zuerst überprüfen, ob das genauso ist, was du spielst, wie ich das spiele. Und wenn ich dann aufhöre zu spielen, kannst du es noch zweimal alleine mit der Band spielen und einfach Spaß dabei haben. Wie gesagt, den Link gibt es unterhalb dieses Video.
Dann, wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like freuen und abonniere doch auch meinen Kanal, um die nächsten Teile dieses Kurses oder auch weitere Videos von mir nicht zu verpassen. Bis dahin.